Als künstlerische Leiterin der internationalen Konzertreihe Klangfarben der Orgel und als Obfrau des gleichnamigen Vereins freut es mich ganz besonders, dass es uns gelungen ist, diese für Österreich einzigartige Orgel nach Salzburg zu bringen. Unsere Konzertreihe geht heuer bereits ins 7. Jahr und konnte schon sehr viele international renommierte Künstlerinnen und Künstler in die Festspielstadt Salzburg holen. Und ja, mit dieser Madame aus Frankreich ist für uns ein Traum, ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Und wir würden uns wünschen, dass dieser wunderschöne französische Klang ganz, ganz viele Herzen berührt. Die weltberühmte Opernsängerin Angelika Kirchschlager ist schon seit Jahren begeistert von dem Ambiente und den Konzerten in der St. André-Kirche. Ich bin 2015 zum ersten Mal in die Kirche gekommen, um ein Benefizkonzert zu machen mit der Yvonne Dornhofer. Und das war ein sehr guter Einstieg. Das Konzert war fantastisch und ich habe die Yvonne Dornhofer kennengelernt als eine, eigentlich die enthusiastischste Organistin, die ich getroffen habe. Und ich habe dann zu ihr gesagt, oben auf der Orgel, während des Konzerts noch, gesagt, sie ist irgendwie wie eine kleine weiße Hexe an der Orgel. Ja. Ich meine, sie ist eine unglaubliche Musikerin. Und durch dieses Konzert, was wirklich, wo so viele Leute auch gekommen sind, das war mein Einstieg, mein wunderbarer Einstieg in diese Kirche. Und wie ich jetzt gehört habe, dass diese Kirche eine weitere Orgel bekommen hat, nämlich eine ganz spezielle Orgel aus Frankreich, habe ich mich so gefreut, dass diese Orgel sozusagen auch in so gute Hände fällt und in Zukunft sicher fantastisch bespielt werden wird. Die Möglichkeiten, die sich ergeben durch dieses Instrument, sind ja gewaltig, weil eine Kirche ist ja bekanntlicherweise ein sehr spiritueller Ort. Und je mehr Menschen an einen spirituellen Ort kommen, in diesem Fall eben auch an diesen hier, umso wichtiger, überhaupt in Zeiten wie diesen. Und die Musik ist ja auch Spiritualität im Grunde. Diese Orgel, glaube ich, eröffnet unglaubliche Möglichkeiten. Erst einmal steht sie genau in der Mitte von der Kirche. Es ist ja kaum zu glauben, dass diese Orgel nicht maßgeschneidert wurde für die Kirche, weil sie passt genau hinein. Und wie ich höre, haben die Orgel und die Kirche ja fast das gleiche Geburtsjahr. Also es scheint alles im Fluss zu sein. Es scheint wirklich zu sein, dass diese Orgel jetzt da sein soll. Und sie steht in der Mitte des Kirchenraumes, ist einsichtig von diesen ganzen Bänken. Man hat die Möglichkeit, auch noch Sessel aufzustellen, ein Klavier zu positionieren, Kammermusik zu machen. Also alles, was mit einer Orgel nur irgendwie möglich ist, kann mit dieser Orgel jetzt passieren. Und noch dazu unten, wo die Leute auch sind. Das Konzert, das wir damals machten, war auch fantastisch, aber dann ist man einfach oben. Ja. Die Orgel ist außerdem wunderschön. Also wie ich jetzt in den Raum reingekommen bin, war ich eigentlich fassungslos, ja. Wie so, als wenn sie da einfach hergehört hätte. Was am Herzen liegt und wenn ich wirklich überzeugt bin und begeistert, dann fließen natürlich die Worte und ich bin ehrlich gesagt sprachlos. Das ist ja fast wie eine Fügung, dass diese Orgel, da haben sich ja auch viele andere dafür interessiert, für diese Orgel. Ja. Es ist ja nicht so, dass die Orgel kein Heim gefunden hätte, aber dass sie genau hierher kommt, wo sie praktisch auf einen Zentimeter genau hineinpasst. Eigentlich hätte sie schon immer da sein sollen, die Orgel. Die hat sich nur vorher noch nach Frankreich verirrt für 100 Jahre oder 200. Und ist jetzt endlich zu Hause. Also ich habe das Gefühl, sie fühlt sich irrsinnig wohl. Und wenn sie sich dann mal akklimatisiert hat, dann da werden unfassbar tolle Dinge passieren. Der Verein Klangfarben der Orgel bittet um zahlreiche Spenden, um die Kaufsumme von 250.000 Euro aufzubringen. Ein interessierter Großspender könnte gerne als Namensgeber für dieses in Österreich einzigartige Instrument fungieren.